Hey mein Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Das Vermächtnis, der Baum des Lebens. Mittlerweile geht das Spiel schon doppelt so lang als der Vorgänger, was ich super finde, weil dieses Spiel macht einfach alles richtig. Gut, ja, wir waren jetzt hier soweit, mit dem können wir wahrscheinlich immer noch nicht reden, oder doch, Hilfe? Werden Sie uns helfen? Ob er dich hört? Milton. Milton, hören Sie mir zu. Ja. Lassen Sie uns gehen. Wir haben dieses Schicksal nicht verdient. Hat das irgendjemand? Sie wollen uns umbringen. Graf, ist sie tot? Sie ist schon vor langer Zeit gestorben. Du hast das vor mir verheimlicht. Du hast das vor dir selbst verheimlicht. Das nennt man Wahnsinn. Alle Arten des Wahnsinns enden eines Tages. Es hat über 100 Jahre gedauert. Es ist ermutigend, dass es vorbei ist. Milton, was hat dich aufgeweckt? Deine Gesellschaft, Graf. Wirst du uns befreien? Ich habe tatsächlich alles mitbekommen. Als ob ich träumen würde und jeden Moment aufwachen könnte. Dieses ganze Anzünden und Löschen der Fackeln jeden Tag. Bitte retten Sie uns. Sie retten? Ja, wir müssen fliehen. Es gibt kein Entkommen von hier. Aber du kannst diesen Ort auch verlassen. Der Baum hat sich in uns allen verwurzelt. Sogar in euch. Nur Sarah war frei von ihm. Was wollen Sie haben, wenn Sie uns befreien? Und Sie? Können Sie mich befreien? Er muss immer noch verrückt sein. Nehmen Sie unser Luftschiff. Er kann es sich jetzt schon nehmen. Aber wozu? Ich habe nur diese Goldmünzen mit dem Emblem vom Baum. Manche Leute sammeln Schätze. Andere verprassen sie. Wenn die letzte Münze zurückkehrt, wird der Baum sterben. Milton, wollen Sie sie? Werden Sie uns dann gehen lassen? Jeder soll frei sein. Vier. Es sind alle hier. Der Zyklus neigt sich dem Ende. Was für ein schönes Wort. Das Ende. Milton! Befrei uns! Ja, die Prophezeiung wird sich bald erfüllen. Lassen Sie uns gehen. Lassen Sie uns aus dem Gefängnis. Bitte. Es ist offen. Wir sind frei. Oh, Gott sei Dank. Schön. Wird der Baum jetzt wirklich sterben? Verschieben wir die. Lass uns nach Hause gehen. Wo ist zu Hause? Du willst diesen Ort nicht verlassen? Ich habe zuvor nicht erkannt, dass diese Reise bedeutet, nach Hause zu kommen. Gut. Ich werde dich nicht ihrer Gnade überlassen. Da bin ich froh. Versuch, die Pistole vom Luftschiff zu holen. Ich werde mich mit dem Gefäß in die Nähe der Plattform begeben. Das Risiko nehme ich auf mich. Okay. Ich schätze das. Gut. Alles klar. Dann gehen wir mal zur Gabelung. Als ob die nicht bemerken würden, dass ich da irgendwie unterwegs bin. Zum Luftschiff, ohne dass das hier irgendwie... Ich hinterfrag nichts mehr. Wo ist denn die Pistole? Ach da, beim Bett. Ha, klar. Sonst haben wir nichts, ne? Nee. Graf, nimm sie. Ich kann nicht damit umgehen. Es ist Zeit, sich um sie zu kümmern. Ich werf einfach den Früchte an den Kopf, okay? Ich habe extra keinen Doppelklick gemacht, damit die langsam laufen. Spannung erhöhen und so. Was sollen wir mit ihnen machen? Lass uns zuerst einen zeremoniellen Schluck vom Trank nehmen. Und dann? Sie müssen uns verraten, wer sonst noch davon weiß. Und? Wie üblich entledigen wir uns der Bedrohung. Delta ist nicht hier. Wirst du es selbst erledigen?
Nein, das widert mich an. Wir werden jemanden bezahlen. Wir reden über Omega und das Mädchen. Irgendwelche Vorschläge? Lass uns einfach alles trinken. Sie stellen kein Problem dar. Der Graf ist von den Toten auferstanden. Glaubst du nicht, dass er nächstes Jahr vor uns hier sein wird? Vielleicht. Aber danach könnten wir wieder schneller sein. Ich glaube, ich kenne ihn besser. Also willst du ihn umbringen? Nicht, dass ich das wollte. Es gibt einfach keine andere Möglichkeit. Aber das ist keine Lösung. Irgendwann in der Zukunft wird dieses Problem wieder auftauchen. Und dann muss einer von uns beseitigt werden. Wir machen uns darum Sorgen, wenn es soweit ist. Vielleicht haben die Wissenschaftler bis... Ihr könnt gleich anfangen, euch Sorgen zu machen. Weg von dem Gefäß! Mach keine Dummheiten! Ich habe dir gesagt, er würde nicht aufgeben. Deswegen ist er ja so bezaubernd. Was sollen wir machen? Ich glaube, wir sollten nur die richtigen Zutaten nehmen. Ist dein Gedächtnis zurückgekommen? Es geht mir gut. Du bist so selbstsicher, weil du dich an die richtige Einstellung der Ringe erinnerst, oder? Genau. Mach weiter. Nein. Dann auf Wiedersehen. Du wirst nicht die einzige Person töten, die weiß, wie der Trank hergestellt wird. Die einzige? Und du, Beta? Ich weiß nicht genau, wie es geht. Ich werde den Trank mit dir teilen. Wirst du sie erschießen? Omega, ich erinnere mich. Wie muss ich die Ringe am Gefäß einstellen? Sieh dir die Steine an. Und dann? Es sind Zeichen darauf, genau wie auf den Ringen. Und? Du musst sie nur einstellen. Genug. Rede, Alpha. Du musst mir garantieren, dass keiner von ihnen etwas vom Trank abbekommt. Soll ich schwören? Erschieß sie einfach. Eher würde ich dich erschießen. Das traust du dich nicht. Du steckst hinter den Morden. Du hättest an meiner Stelle dasselbe getan. Genug. Ich werde nicht mit dir feilschen. Das bezweifle ich. Das Mädchen wird die richtigen Symbole erraten. In sowas ist sie großartig. Ich befürchte, der lebensspendende Trank wird verschwendet. Ich werde ihn mit ihr trinken. In 0, nichts. Oder, Sylvie? Ja, ich werde es für dich schaffen, Graf. Ich brauche dafür etwas Zeit. Natürlich bin ich sicher. Du findest die Lösung. Hast du nicht schon lange genug gewartet, Omega? Das führt zu nichts. Aber wir haben doch so viel Spaß. Und die Nacht ist so schön. Ich beschwere mich nicht. Wieder vereint. Nach so vielen Jahren. Lasst uns feiern. Lade dich nicht selbst auf eine Party von jemandem anderen ein. Du bist nicht eingeladen. Sie wird es schaffen. In dem Fall wirst du auch nicht mit am Tisch sitzen. Zu schade. Ich werde nicht nach ihnen schnappen. Soll ich es ihr vorhalten, dass sie ihr Bestes gibt? Also wirst du still daneben stehen, während dein Haar grau wird. Ich will nicht nur von Feinden umgeben sein. Das war dir doch früher egal. Du hast niemanden verschont. Wenn ich meine Taten mit deinen vergleiche, kann ich immer noch den Schlaf der Gerechten schlafen. Nebenbei. Worum streiten wir uns überhaupt? Wenn die Eingeborenen nicht gewesen wären. Warum reitest du darauf herum? Wenn sie nicht den Anker der Mary Celeste bei Ebbe gekappt hätten. Sie haben uns abgeschnitten und angegriffen. Narren. Sie konnten nicht begreifen, dass sie keine Chance hatten. Aber sie haben begriffen, dass wir zu viele waren. Wir haben diese Regel von ihnen übernommen. Die Regel der Eliminierung? Ja. Wir haben das übernommen, was das Beste für sie zu sein schien. Was über Hunderte oder Tausende von Jahren getestet worden ist. Manchmal sind die Gespräche etwas komisch und verwirrend. Aber ich verstehe den Graf nicht. Soll er die beiden einfach schießen? Und Sylvie kriegt das schon hin. Die Steine habe ich mir ja schon entnommen. Was hat der Graf gesagt? Nachdem die Früchte drin sind, füge ein Bündel Kräuter hinzu, die im Dorf wachsen. Dann stelle den Dampfstrom im Gefäß ein und justiere am Ende die Verhältnisse der Saftzutaten mit den drehbaren Ringen. Ja. Die Früchte haben wir drin, das Ding haben wir. Die Kräuter. So, jetzt ist die Frage mit den Ringen. Also am Landeplatz, da ist dieses Gran-Symbol, das da. Das Cocktail-Symbol und dieses Autoscheinwerfer-Symbol. Beim Baum ist das Symbol, der Gran und so ein Häuschen. Ich sollte jetzt die Filter einstellen. Achso, erstmal die Filter, okay. Blablabla. Und beim Dorf ist das Scheinwerfer-Symbol, das da und dann das Männchen. Ja, Filter. Um den Trank zuzubereiten, muss ich ein Feuer... Ich liebe es, ne? Wenn man die Ringe einstellen, erst die Früchte.
man die Ringe einstellen, also nachdem man die Früchte reingetan hat, will man die Ringe einstellen, Filter. Wenn man die Filter einstellen, oh, erstmal ein Feuer machen. Aber wenigstens sind es ja nur so Kleinigkeiten, ne? Trotzdem. Und es ward Licht. Ich bin fast fertig. Da bin ich froh. Ich finde diese Konversation ermüdend. Ja, stimmt. Schieß die beiden doch einfach. Ist schwer zu ertragen. Wofür diese Gewissenserforschung? Wir wollen nur die Zeit totschlagen. Alpha hat überhaupt kein Gewissen. Und dein Gewissen schläft, solange alles gut geht. Mir war nicht klar, dass es so enden würde, als ich Marty ihren Mann weggenommen habe. Niemand hat dich gebeten zu beichten. Aber die Frau des Kapitäns und sein Kind kaltblütig zu ermorden. Das war ein Unfall. Das Rettungsboot kenterte, als sie um die Insel gesegelt sind. Aber du warst es, der den Kapitän aufhielt, als er sich mit ihnen treffen wollte. Er wollte mit ihnen weglaufen. Was hätte ich machen sollen? Man hat gesehen, dass sie Probleme hatten. Sie hatten Pech. Die Strömung hat das Rettungsboot auf einen Felsen geworfen. Das Stück der Planke, das er später gefunden hat, war wie eine Reliquie für ihn. Okay, also sie sind nicht wirklich geflüchtet. Aber ihm wurde auch nicht wirklich geholfen, obwohl man gesehen hat, dass sie Probleme haben oder haben könnten. Okay. Ich weiß noch nicht, was... Der Druck ist zu hoch. Zum Glück ist das Gefäß nicht explodiert. Der Druck ist zu... Mhm. Ah. Nee. Ich dachte so, oh, in jeder Reihe... dürfte ich nur was haben. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien ich das mache. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier mache. Der Druck ist zu hoch. Zum Glück ist das... Der Druck ist zu hoch. Zum Glück ist das Gefäß nicht ex... Der Druck ist zu... Okay. Der Druck ist... Was habe ich denn vor? Muss ich alle betätigen? Ich habe ja irgendwie geschafft, dass ziemlich viele schon waren. Aber ich weiß nicht, nach welchen Kriterien das geht. Der Druck ist zu hoch. Zum Glück ist das Gefäß... Der Druck ist zu... So weit war ich schon, ne? Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich irgendwie alle betätigen muss oder nicht. Ich notiere mir jetzt erstmal die Dinger und notiere mir die Reihenfolge, die ich gemacht habe. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Und was passiert, wenn ich sie alle betätigt habe, vor allem. Jetzt funktioniert es prächtig. Die Filterung des Saftes ist in vollem Gange. Es ist Zeit, die Mengenverhältnisse der Trankzutaten mit den drehbaren Ringen einzustellen. Nur noch ein bisschen. Ich warte geduldig. Das führt zu nichts. Du musst ein Geschäft machen. Nicht mit dir. Ich bin nah dran. Ich kann es fühlen. Wir können es zusammentun. Bleib da und beweg dich nicht. Ich möchte wirklich nur helfen. Du möchtest dir selbst helfen. Du vertraust mir nicht. Schade. Früher war das anders. Erinnere mich nicht daran. Aber ich bereue es nicht. Ich habe immer nach einem Weg gesucht, wie ich bei dir sein konnte. Du hast immer nach dem stärksten Mann in der Gruppe gesucht. Das bist du, Omega. Oder etwa nicht? Das reicht nicht. Was braucht man noch, um zusammen zu sein? Viel mehr. Muss man ein treues Weib sein, unter dem Bann seines Mannes? Ärgere mich nicht. Und wenn der Mann eine andere findet, es still ertragen?
andere Männer um Hilfe bitten? Still! Und dann sterben, ohne jemandem Probleme zu bereiten? Genug davon! Ich bringe dich um, wenn du auch nur ein Wort sagst. Tu es. Tu es! Du schämst dich wegen des Mädchens. Das wird sich nicht ändern. Hast du mal daran gedacht? Genug damit, unsere Seele in Stücke zu reißen. Also willst du alleine bleiben? Das wirst du. Ich bin die Einzige, die dich verstehen kann. Sie ist zu ehrbar, zu anständig, zu einfach. Wenn sie alles herausfindet, wird sie dich verachten. Du wirst immer eine Grimasse des Ekels auf ihrem Gesicht sehen, obwohl ich glaube, dass sie versuchen wird, sie zu verbergen. Am Ende wird sie dich verlassen. Nur an meiner Seite wirst du dich nicht erklären müssen, weil es nicht erklärt werden kann. Und ich weiß das. Etwas stimmt nicht mit dem Fluss der Kräuterbrühe durch das Gefäß. Ja, das ist mir schon klar. Ich habe die Ringe ja noch nicht eingestellt. Also bei diesen Dings ist mir aufgefallen, dass ich nebenliegende Steine oder Tasten eben nicht drücken kann, weil sonst der Druck zu hoch wird. Also habe ich versucht, eben nicht nebeneinander liegende Steine so hinzukriegen, dass ich die alle betätigen kann. Hat funktioniert. Weiß nicht, ob es da mehrere Lösungen gibt oder ob das jetzt die einzig richtige Lösung war. Ich denke, da gibt es aber mehrere. Und irgendwas ist hier noch, von dem ich natürlich nichts weiß. Aber die tun auch so, als wären der Graf und ich irgendwie ein Paar, ne? Aber irgendwie, ich habe auch keine Ahnung. Ich verstehe das Ganze noch nicht. Da ist auf jeden Fall irgendwas noch ungeklärt. So, das ist die Sache. Wir haben ja... Guck, das ist das Häuschen, was ich meinte. So, wir haben das da auf jeden Fall. Ich mache jetzt einfach mal ein Symbol nach dem anderen, wenn ich das machen kann. Also hier passiert jetzt gerade nichts. Das ist die Symbolreihe nämlich beim Landeplatz. Ich dachte schon, ich könnte das nicht einstellen, das Symbol. Weil das überspringt irgendwie immer eins. Oder mehr, was weiß ich. Oder es geht in die andere Richtung. Da, das ist die Symbolreihe beim Baum. Passiert aber auch nichts, ne? Scheinwerfer. X. Männchen. Passiert bei allen nichts. Okay, ich gucke mir jetzt nochmal die Steine an. Irgendeinen Hinweis auf den Stein habe ich vielleicht übersehen? Ich muss mir auch nochmal die Gefäßdings da angucken, die Ringe. Okay, auf den Ringen sind jetzt nur die Symbole. Ich habe irgendwie gehofft, dass da noch irgendwas Auffälliges wäre. Der Stein. Die Linienumrandung ist anders, oder? Also zumindest zum Baum und zu dem jetzt hier am Landeplatz. Und wie ist der jetzt hier? Es gibt auch ähnliche Zeichen auf den Ringen am Gefäß. Also beim Landeplatz ist ein Rahmen drum, beim Dorf sind zwei und beim Baum sind drei. Das könnte natürlich dafür sprechen, dass es eben eingeschränkt ist, ne? Dass man sagt, okay, der erste Ring muss ein Symbol vom Landeplatz haben, der zweite vom Dorf und der dritte eben ein vom Baum. Also hätten wir auf jeden Fall schon mal den Kran, Scheinwerfer. Ich mache jetzt einfach mal gerade die ersten Symbole. Guck mal. Nee. Dann vielleicht hier. Ups. Der Kran auch nicht und das Häuschen auch nicht. Da kann man es nämlich gut anpassen. Und dann einfach nur noch ausprobieren. Wenn man nicht irgendwie anderweitig noch überlegen möchte. Ich gehe auch davon aus, dass es nicht dieselben Symbole sein dürften. So, die Kombination ist es nicht. Die nicht und die auch nicht.
Also kann Gran schon mal oben gar nicht sein. Das Cocktailglas oder der Scheinwerfer? Was kommt zuerst? Der Scheinwerfer. Gucken wir mal. Wir haben das Männchen jetzt gerade hier. Der Kran nicht, das Haus nicht. Und das da nicht. Gut, dann haben wir jetzt hier noch den Stern. Okay, passt auch nicht. Scheinwerfer. Okay. Dann dürfte wahrscheinlich oben nur das Cocktailglas gehen, ha? Hoffe ich jetzt mal. So, Scheinwerfer. Haus nicht. Das nicht und das auch nicht. Also dürfte der Scheinwerfer ja nicht sein für den zweiten Ring. Das Männchen. Schon mal nicht mit dem Kran. Ich habe die Ringe eingestellt. Ha! Okay. Alles ist eingestellt. Fertig. Es ist also getan. Wie viele Portionen? Nur zwei. Teile es auf, Graf. Ich kann nicht. Es müssen zwei exakt gleiche Portionen sein. Nicht einmal dein Gewicht spielt eine Rolle. Was hast du vor? Das ist einfache Arithmetik. Zwei Portionen, vier Leute. Also? Ziehe zwei von vier ab. Das musst du nicht tun. Sylvie, er will uns töten. Sie sind verrückt. Nicht ich. Ich habe keine Wahl und ihr wisst das. Was? Ich verstehe das nicht. Damit bin ich nicht einverstanden. Das ist das Gesetz der Insel. Die, die nichts vom Trank kriegen, sterben. Das macht keinen Sinn. Das ist das Gesetz der Bruderschaft. Das Gesetz ewigen Lebens. Warum? Weil sie eine tödliche Bedrohung darstellen. Du hast es gesehen. Aber du bist kein Mann, der Wehrlose umbringt. Sie sind nicht wehrlos. Das kannst du nicht machen. Kein Gesetz hat damit etwas zu tun. Dieses Gesetz gilt für jeden, der das Geheimnis kennt. Auch für dich. Was bedeutet das? Dass du auch eine Bedrohung bist. Ich habe dir gesagt, sie würde es nicht verstehen. Komm her zu mir, Peter. Seien Sie tapfer. Was passiert hier? Sie sind raus. Lass uns gehen. Nein. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Ich kann nichts dagegen machen. Und das alles wegen eines Kruges Saft? Sie müssen sowieso früher oder später sterben. Okay, wir haben es durch. Es ist also ungefähr doppelt so lang wie der Vorgänger. Die Rätsel waren sehr abwechslungsreich und auch gut zu machen. Manchmal ein bisschen schwierig zu durchschauen. Vor allem dieses Wasserrätsel da. Also mit den auf dem Markt, um dem Kamel das Wasser zu bringen. Manche Gesprächsthemen waren so ein bisschen so, hä, was, das ist jetzt irgendwie eskaliert und konnte ich irgendwie nicht ganz folgen. Aber nichtsdestotrotz war das deutlich besser als der Vorgänger. Und der Vorgänger war schon grundsolide. Und es hat jedenfalls riesigen Spaß gemacht. Und zur Story selber, also die hat sich gut entwickelt. Und im Endeffekt bin ich immer noch nicht so wirklich schlau aus dem Grafen, ob er sich jetzt im Endeffekt denn doch irgendwie über diese Erlösung gefreut hat. Wirkte schon ein bisschen danach, ne? Oder ob er jetzt sauer drauf war. Aber eigentlich hätte er ja damit rechnen müssen, dass Sylvie sowas macht. Hätte die einfach die anderen beiden direkt erschießen sollen und gut ist. Aber naja, gut. Das wäre eh so hinausgelaufen, dass es wahrscheinlich nicht für immer gewesen wäre. Sylvie hätte sowieso den Trank nicht getrunken. Und
Keine Ahnung. Naja, okay. Es hat jedenfalls Spaß gemacht. Der Ausgang der Geschichte, es war auch irgendwie vorhersehbar. Also konnte ich schon persönlich damit rechnen. Nur, dass der Graf sich dann nochmal gegen uns wendet oder jetzt doch nicht, das ist so nicht so ganz durchschaubar, finde ich. Aber ist auch nicht so schlimm. Es hat, wie gesagt, Spaß gemacht und darum geht's. Und ja, Teil 3 und 4 wird es auch noch auf dem Kanal geben. Jetzt noch nicht im Anschluss, kommt noch erstmal ein anderes Spiel. Aber wie gesagt, 3 und 4 sind ja nicht die klassischen Point-and-Click, sondern Wimmelbildspiele. Und da gibt es auch eine andere Hauptfigur, auch eine weibliche wieder. Wie heißt die? Ich habe die Sachen ja schon hier bei mir. Eine junge amerikanische Journalistin, Chelsea Connor. So heißt sie wohl. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was der dritte und was der vierte ist. Der eine heißt die Legende des Heiligen Schatzes, der andere... Wo habe ich den liegen? Raschel, raschel. Das Geheimnis des verschollenen Königreiches. Muss ich mal gucken, welcher davon Teil 3 und welcher 4 ist. Wird es, wie gesagt, auch noch auf dem Kanal geben, aber zu späterer Zeit. So, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und freue mich darüber, dass die beiden Teile sich gewünscht worden sind. Es waren auf jeden Fall Point-and-Clicks, die man mal gespielt haben sollte. Interessante Story, interessante Entwicklung, gute Art und Weise ist zu spielen und die Rätsel, wie gesagt, die waren auch abwechslungsreich, nicht zu schwer, nicht zu leicht. Man konnte gut dahinter kommen. Es ist jetzt auch nicht so, dass es frustrierend war, man alle 5 Sekunden irgendwie hätte nachgucken müssen. Und wobei ich bei diesem Dampfdruckrätsel schon kurz davor war oder auch bei diesem Ringenrätsel in die Lösung zu gucken. Da war ich echt kurz davor. Aber das ist dann auch immer so dieses... Oh, du weißt, es geht nicht mehr lange und dann ist es so dieses Krampfhafte, man möchte es schaffen, dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Oder vor lauter Hinweisen nicht. Ich dachte mir auch so, okay, irgendwie muss es doch eine Möglichkeit geben, ich kann doch jetzt nicht alle ausprobieren. Wobei das immer bei 3 Kombinationen, also bei 3er-Codes immer recht zügig geht mit den Rumprobieren. Nur wusste ich nicht, okay, muss ich jetzt kurz warten, damit es reagiert oder kann ich einfach... schnell durchklicken, wie es bei anderen Spielen öfters der Fall ist. Naja, nichtsdestotrotz, wir haben es durch. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zusehen, fürs fleißig Kommentieren und Bewerten der Folgen. Und freue mich dann, wenn ihr auch bei Teil 3 und 4 mit dabei seid, so wie bei anderen Projekten. Bis dahin dann, tschüss, eure Teil.